Die Bekanntschaft des Herrn Fallersleben mit der Marquesa Montecristo, einer geborenen Waterman aus Little Gidding, Ohio, beruhte auf einem Zufall. Fallersleben hatte er nämlich durch Vermittlung eines Freundes, Herrn von Perlhuhn, des Abrahamer Santa Clara-Forschers, nicht des Neomystikers, die Badewanne verkauft, in der Marat ermordet wurde. Diese hatte sich, wie übrigens vielleicht nicht allgemein bekannt ist, bis dahin in Fallerslebens Besitz gefunden. Durch Spielschulden sah Fallersleben sich gezwungen, sie zu veräußern. Er geriet also, wie gesagt, an die Marquesa, welche das Stück für ihre Sammlung von Waschutensilien des 18. Jahrhunderts schon lange gesucht hatte. Bei dieser Gelegenheit lernte man sich kennen. Aber lassen wir Fallersleben selbst erzählen. Unser Gespräch, dessen Ausgangspunkt die Wanne gewesen war, nahm recht bald dann die Bahn allgemeiner ästhetischer Themen. Ich bemerkte, dass ich durch den Besitz dieses Sammlerstücks in ihren Augen ein gewisses Prestige gewonnen hatte. Daher war ich nicht erstaunt, als ich vor 8 Tagen zu einer ihrer Gesellschaften auf der künstlichen Insel von Amerigo eingeladen wurde. Diese Insel hatte sich die Marquesa einige Kilometer südöstlich von Murano aufschütten lassen. Einer plötzlichen Eingebung folgend, denn sie verabscheute das Festland. Sie pflegte stets zu sagen: So residierte sie und widmete ihr Leben der Kultur des altbewährten und vergessenen, oder wie sie sich auszudrücken pflegte. Des echten und des ewigen, ja. Was zu bedeuten hat, dass die Gäste um 10 Uhr erwartet werden. So erfordert es die Sitte, überdies erfordert sie, dass man in Kunden kommt. Die Einladung ist noch auf diese Weise dauert zwar die Überfahrt beinahe 3 Stunden und ist mehr
bei bewegtem Seegang beschwerlich. Aber du ein Barbar, würde an diesen ungeschriebenen Stilwegen behüten. Barbaren jedoch sind nicht bei Hain geladen. Wende ich mich ja in ihr Hauptsache. Zudem ist es wohl kaum im Sinne der Gräfin und ihres Kreises, kulinarische Genüsse zu erwähnen. Besonders hier, wo es gilt, die letzten Stunden einiger illustrer Köpfe unseres Jahrhunderts zu beschreiben, deren Zeuge zu sein Sie, Herr Fallersleben, als einziger Überlebender das Glück hatten. Ja. Nachdem ich mit der Gastgeberin einige Höflichkeiten getauscht, ihren langhaarigen Pekinesen gestreichelt, habe der niemals, habe auch niemals von ihrer Seite weiß, von der Diese sagt mit Würde, jedoch ohne Herablassung: Sie lernen in mir eine Doppelbegabung kennen. Denn nicht nur habe ich für die Erhaltung und Erweiterung des rhythmischen Ausdruckstanzes dieser immer mehr verschwindenden Kunstgattung Bleibendes geleistet, sondern sie sehen in mir auch die Verfasserin des Buches Zurück zur Jugend. Schon besser sich für eine Rückkehr zum Jugendstil einsetzt. Es hat, wie ich wohl kaum zu erwähnen brauche, inzwischen in größerem Kreise Schule gemacht. In diesem Buche ist es mir wie niemandem zuvor gelungen, bis in das tiefste Wesen dessen zu dringen, was ich irgendwie zwanglos miteinander plaudern, kommt ein älterer, aufgerichteter auf uns zu. Ist es Gold? Gold! Ja,
wer das ist, weiß jedermann. Sein Beitrag zum geistigen Bestand ist allgemein gut geworden. Die Dombrowska stellt mich vor. Dies ist Herr van der Flee, der ehemalige Besitzer von Marantz. Golsch spricht, vielmehr, er ruft aus. Der ehemalige Besitzer von Azir bemerkenswert. Aus dem Tonfall, in welchem ich dies sage, dürfen Sie entnehmen, dass ich Sie als Nachfolger für die Elite der Kulturträger in Betracht ziehe. Ich darauf eifrig. Wie hat Ihnen Herr Golsch die Ausstellung zeigt, wenn es sicher Malerei in Luxemburg gefallen. Denn man darf, ja soll es annehmen, dass die hier Versammelten alles gesehen, gelesen und gehört haben. Was war Bedeutung besitzt? Dazu sind Sie hier. Golsch blickt nach oben, als suche er ein Wort im Raum. Dann, müde, aber nicht ohne weise Überlegung. Passe, mein Freund, ich kann nur sagen, völlig passe. Aha, passe, aha, passe, aha, passe, aha, passe. Golsch gebraucht die neuerdings übliche englische Betonung des Wortes passé. Auch die Worte Klischee und Pastiche werden heute englisch ausgesprochen. Klischee and Pastiche. Nun ging man zum Buffet.
Hier stieß Herr Fallers Leben auf Signora Sgambati, die Astrologin. Das war, weiß der Himmel, auch keine Alltagserscheinung. Diese Sgambati, man sieht es ihr an. Ist es unbegreiflich, dass die Signora unter den Umständen in der Sternkonstellation nicht den drohenden Untergang einiger wesentlicher Mitglieder der Geisteswelt gesehen hat? Aber wie dem auch sei, jetzt war sie in ein Gespräch vertieft, und zwar mit Professor Kunz Satori, auch ein markanter Kopf. Schon sagte, ein äußerst markanter Kopf. Und Freundes Rameaus, den der Musikforscher Veltli. Ist er eigentlich auch zugegen? Ja, er ist auch zugegen. Also, den der Musikforscher Veltli entdeckt hat. Sie werden gespielt von den Flötisten Béranger. Und von der Marquesa begleitet. Und zwar auf dem Cimbalo, ein Mädchen, schon selbst Kinder. Oh, ihr habt Sohn, die Grundprinzipie des Kontrapunkts erhöht hat. Man hat es aus Paris kommen lassen. Und die Flöte hat ihre Geschichte.
beiden Interpreten haben zu dieser Gelegenheit Rokoko-Kleidung angelegt und das kleine Ensemble gleicht. Sie haben sich wohl absichtlich so angeordnet, einem Watteau-Gemälde. Die Darbietung findet selbstverständlich bei mattem Kerzenlicht statt. Es ist wohl keiner zugegen, der für eine solche Gelegenheit elektrisches Licht nicht als unerträglich empfunden hätte. Eine weitere feinfühlige Laune der Marchesa hat es verlangt, dass man nach der ersten Sonate vom Silbersaal in den goldenen Saal hinüberwechselt, um dort die zweite Sonate F-Moll zu genießen. Denn jener Saal hat eine Durtönung, dieser aber ist, und das würde wahrlich niemand bestreiten. Hier wäre allerdings zu sagen, dass die etwas öde Eleganz, die den Flötensonaten zweitklassiger und vor allem neu entdeckter Meister dieser Epoche anhaftet, sich in diesem Falle dadurch erklärt, dass Antonio Giambattista Bloch niemals wirklich gelebt hat. Die hier aufgeführten Werke stammen aus der Feder des Musikforschers Veltri. Obgleich dieser Umstand erst viel später sich herausgestellt hat, kann man doch nicht umhin, es noch nachträglich als entwürdigend für die Marchesa zu empfinden, dass sie ihre letzten Minuten mit der allerdings meisterhaften Interpretation einer Fälschung zugebracht hat. Aber was ist das? Ist das eine Ratte? Sie huscht dort an der Wand entlang. Das erstaunt mich, macht das Flötenspiel. Sie an der Blatt haben. Das soll vorkommen. Ich habe es irgendwo gelesen. Aber sie huscht in entgegengesetzter Richtung. Hier von der Seite. Ist es eine Seite? Ist ja eine Seite? Ich blicke auf die anderen Gäste. Sie haben nicht bemerkt, mal die meisten von ihnen die Augen geschlossen halten, um sich so den bloßen Klängen hingeben zu können. Was ist das? Was vernehme ich nun? Ich vernehme eine Kontrolle. Ist es ein Fernando Donner? Der Fußball repariert. Wieder sehe ich auf die Gäste. Wenn Sie etwas hören und Sie müssen es hören, so ist es aus Ihren zusammengesunkenen Posen nicht ersichtlich. Mich aber beunruhigen diese seltsamen Symptome. Wer kommt dort? Ein Diener der Marchesa? Das ist in der merkwürdigen Kleidung, welche die Dienerschaft der Marchesa trägt, wie eine Figur aus Tosca aussieht, gehört wohl nicht hierher. Er geht auf die Vordränge zu und flüstert der Marchesa etwa ins Ohr. Sie erblasst, das ist recht kleinsam, im mattem Kerzenlicht. Aber sie fasst sich und führt gelassen das Andante zu Ende. Gibt sie dem Flötisten einen Wink, steht auf und wendet sich an die Zuhörer. Lösen sich die Fundamente.
lasst es! Es geht näher, die meisten Gäste sitzen inzwischen aufrecht. Ihre Gesichter sind in der beleuchteten Qual. Sie sehen aus, als seien sie längst tot. Ich glaube, ich gehe. Dies sagt Herr Fallersleben leise genug, um die Musizierenden nicht zu verletzen, aber laut genug, um den anderen Gästen zu bedeuten, dass er mutig genug ist, seine Angst einzugestehen. Auf dem Fußboden steht ein fast gleichmäßig verteilter Wasserspiegel. Und obgleich ich beim Hinausgehen auf Zehenspitze trete, kann ich es doch nicht vermeiden, dass beim Vorbeigehen einige Abendkleider mit Wasser bespritzt werden. Aber dieser Schaden war ja in Anbetracht dessen, was bald kommen würde, unerheblich. Wenige der Gäste würdigen mich eines Blicks, aber das ist mir gleichgültig. Ich öffne die Flügeltüre. Eine Flutwelle stürzt in den Raum und veranlasst Lady Fitzwilliam, die Pflegerin keltischer Brauchtums, ihren Pelzmantel fester um sich zu ziehen. Zweifellos eine Reflexhandlung, denn nützen konnte das ja nun auch nichts mehr. Während ich die Tür hinter mir schließe, sehe ich noch Herrn von Perun. Den Neomystiker, nicht den Abraham a Santa Clara. Die einen halverächtlichen, vertraurigen Blick zuwerfen. Ihr sitzt nun bis zu den Knien im Wasser wie die Marquesa, die nicht mehr in der Lage ist, die Pedale zu gebrauchen. Und gerade diese sind beim Cembalo so wesentlich. Ich denke noch, wenn das Stück eine Cello-Sonate gewesen wäre, hätte man es nun gezwungenermaßen unterbrechen müssen, da der Instrumentenkörper im Wasser keine Resonanz gibt. Es ist wirklich seltsam, an welch abwegige Dinge man in solchen Momenten oft denkt. Im Renaissance-Stil.
enthält reich schlanke Rotbügen mit zierlichen Säulen. Ist aber bis zum Gesimsband unter Wasser. Still ist es hier, so still und kühl wie in einer Grotte. Nur von fern hört man ein Braufen. Ich entledige mich meiner Frackjacke und schwimme nun durch den sinkenden Palast der Pforte zu. Die Mauern und Säulen spielen den von mir verursachten Wellen ein unheimliches Echo. Kein Mensch ist zugegen. Der Schaft ist offensichtlich geflohen. Und warum auch nicht? Sie hat ja keine Verpflichtungen der wahren und ewigen Kultur gegenüber. Und die hier Versammelten bedürfen ihrer Hilfe nicht mehr. Geschehe nichts, und doch versinkt hier im wahrsten Sinne des Wortes eine Welt. Wie aus weiter Ferne dringen die höheren Flötentöne. Wie berangierst du mir? Oh ja, er hat einen schönen Ansatz gehabt. Das muss meine ihm verlassen. Ich binde die letzte Gondel los, die die geflohene Dienerschaft übrig gelassen hat, und steche sozusagen in See. Durch die Fenster, an denen ich vorbeirudere, stürzen nur die Fluten in den Palast. Ich sehe, dass die Gäste sich von ihren Sitzen erhoben haben. Die Sonate, so schließe ich daraus, muss zu Ende sein. Sie klatschen Beifall, zu welchem Zweck? Die Hände hoch über den Köpfen halten, denn das Wasser steht ihnen bis zum Kinn. Einige rufen sogar mit Begeisterung aus: Da Capo! Da Capo, da Capo, da Capo! Als hätten sie den Ernst der Lage immer noch nicht begriffen. Marquisa, Monsieur Piranger, den Beifall auf, verbeugen können Sie sich allerdings unter diesen Umständen nicht. Nun erreicht das Wasser die Kerzen. Langsam, eine nach der anderen. Verlöschen Sie. Ah, das hetzt das Getöse eines zusammenstürzenden Gebäudes ein. Tsching-bum, tsching-bum, tsching-bum. Der Palazzo fällt! Ich glaube, ich muss die Gondel seewärts lenken, um nicht vom herabfallenden Schluck getroffen zu werden. Es ist so mühsam, den Gips aus den Kleidern zu bürsten.
Nachdem ich einige hundert Meter durch die Lagune in die Richtung auf die Insel San Giorgio hingerudert bin, sehe ich mich noch einmal um. Das Meer liegt im Mondlicht spiegelglatt, als habe dort niemals eine Insel gestanden. Gedanke mag vielleicht manchem kaltherzig anmuten, aber man braucht erfahrungsgemäß einen gewissen Abstand, um ein solches Erlebnis in seiner ganzen Tragweite zu erfassen.